Die Corona-Pandemie hat zunehmend auch Auswirkungen auf die psychische Gesundheit vieler Menschen. Auch viele SchülerInnen haben in den vergangenen Monaten von den Herausforderungen berichtet, die das Homeschooling mit sich gebracht hat. An den Vorarlberger Schulen gibt es für die rund 55.000 SchülerInnen nur 11 SchulpsychologInnen. Das sind viel zu wenig, darüber sind sich alle einig. Der Bund hat jetzt eine Aufstockung des Personals um 20% angekündigt. Doch das werde wohl nicht reichen, heißt es aus Vorarlberg. Jugendliche machen in vielerlei Hinsicht umfangreiche und oft schwierige Entwicklungsschritte durch, auch schon ohne Schule. Kommen schlechte Noten, Mobbing oder Gewalt hinzu, braucht es dringend psychologische oder psychosoziale Hilfe. Nur woher bekommen? Es gibt wenige Schulen, welche wirklich die Chance haben, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen. Und aus Sicht von Schüler und Schülerinnen merkt man gar nicht richtig, dass es so etwas wie Schulpsychologie gibt. Wir haben im Bundesgymnasium Dornbirn nachgefragt. Das Ergebnis, weil es im Raum Dornbirn und Umgebung für 60 Schulen nur 3 psychologische Betreuerinnen gibt, hilft man sich eben selbst. Wir haben unseren Plan C organisiert. Das sind Schulsozialarbeiter, also die Social Networker, sind Lehrer, die eine besondere Ausbildung bekommen haben. Davon haben wir 4 Ausgebildete im Haus. Aber auch andere Lehrer, die sich um die Probleme der Schüler und Schülerinnen kümmern wollen, plus externe Psychologen, die dann aber auch bezahlt werden vom Elternverein und teilweise auch aus den Mitteln der Schule. Von außen an die Schule gekommen sind Schulpsychologen nur dann, wenn sie gerufen worden sind, also in Notfällen. Schulsozialarbeiter hatten wir bis jetzt niemanden. Vor 3 Wochen ist eine Schulsozialarbeiterin bei uns aufgetaucht. Bin sehr froh, dass sie jetzt uns auch zur Verfügung steht auf Anfrage. Auch der internationale Vergleich zeigt, Österreich hinkt hinterher. Im EU-Schnitt kommt auf 8 Lehrpersonen eine zusätzliche pädagogische Unterstützung. In Österreich braucht es mehr als doppelt so viele, nämlich 19 Lehrkräfte, um auf eine Unterstützungsperson zu kommen. Österreich ist abgeschlagen. Eine Tatsache, die sich durch Corona natürlich noch zusätzlich verschärft. Das ist leider viel zu wenig. Was es hier wirklich braucht, wäre einen Weitsprung, dass wir wirklich viel mehr Schulpsychologie haben. Das sind jetzt leider die ersten Schritte eines Babyelefanten, aber auf jeden Fall einen guten Schritt in die richtige Richtung. Der Minister sollte wirklich darauf schauen, dass das weiterhin ausgebaut wird. Und wenn wir hier ab einer Verdoppelung, können wir dann wirklich von einer richtigen Verbesserung reden. Prinzipiell hat der Bund das Problem erkannt. Der psychosoziale Dienst soll aufgestockt werden um 20%. Macht für ganz Vorarlberg voraussichtlich 2 zusätzliche Posten. Alles, was jetzt in die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler investiert wird, das lohnt sich auf lange Sicht. In jedem Fall, jeder Schüler, der sich psychisch gesund fühlt und in seiner Kraft ist und eine gute Karriere hinlegt und ein gesundes Leben führt, ist ein Gewinn für die Gesellschaft, finanziell, aber auch menschlich gesehen. Klar ist, die Psychologen müssen, um wirksam zu sein, regelmäßig vor Ort agieren. Zum Beispiel einen Halbtag lang, sodass diese unterstützende Kraft auch ein Gesicht bekommt, dass die Schüler sich etwas darunter vorstellen können und dass es dann im Hintergrund noch ein Netzwerk an professionellen Fachkräften gibt, die im Notfall oder wenn der Fall eintritt, unterstützen können. Und damit könnte sich Österreich auch EU-weit langsam in Richtung Spitzenposition bei der psychosozialen Betreuung hinarbeiten.